Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Jetzt erhältlich Monte Carlo. Das wollte ich euch gerade sagen. Ja, herzlich willkommen wieder zurück zu Dirt 3. Wir sind immer noch in Season 2 in dem dritten Turnier und haben dort das erste Rennen schon absolviert. Das Rallye-Rennen auf Platz 1, das war ganz geil. Und meine Güte, guck mal, was da unten alles aufploppt. Die X-Games Asia Streckenpaket gibt's auch noch. Wahrscheinlich nichts umsonst, sondern muss man für teures Geld kaufen. Und vielleicht mache ich das. Vielleicht bin ich so dumm und mache das noch. Aber erstmal werden wir das Hauptspiel durchspielen. So, es geht jetzt erstmal hier Casino Square und Quai. Das kann keiner aussprechen. Impossible. Okay, let's do it. Gehen wir mit dem Peugeot 207 an den Start. Impreza, Peugeot. Ja, also irgendwie hier einer von denen wird's. Warte mal, den kennen wir. Ich glaube, den Peugeot, sind wir den schon gefahren? Ich glaube, den kenne ich noch nicht. Von daher freue ich mich drauf, meinen dicken Arsch da jetzt reinzuquetschen in diese kleine Sardinenbüchse und einfach mal alle Viere von sich zu strecken. Er sieht aber auch schick aus. Meine Güte, Ingenieurskunst der allerhöchsten. Guckt euch das an, der allerhöchsten Güte. Darauf erstmal ein alkoholfreies Kaltgetränk. Wundervoll. Okay, seid ihr bereit für diesen Part? Er ist gespickt. Och nee, nicht die Strecke, die ist doch überhaupt nicht Rally. Die Strecke lieben sie aber auch, ne? Ist schon das zweite Mal, dass sie vorkommt. Die müssen sie lieben, die Entwickler. Okay, let's go. Warte, ich mach's. Ich hab gesagt, ich will eigentlich so fahren. Das finde ich eigentlich am geilsten. So, hier hat man eigentlich schon so... Ich glaube, auf der Strecke hat man schon mal ein Was ist denn hier los? Alter! Ich habe 500 Pferde unter der Haube. Wie viele Runden sind denn das bitte? Sehe ich jetzt gerade erst. 8 Runden. Ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun. Ich habe den Schaden auf echt gestellt. Ihr wisst, was das heißt. Da dreht sich noch einer. Erstaunlich gut ausgegangen, ne? Dafür, dass es gerade so extrem scheiße aussah. Und irgendwie habe ich gerade Richtung Boden geguckt, aber irgendwie habe ich das Ding wieder gerade manövriert. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. So, vierte Position. Ist ja eigentlich ein kleines Turnier, ne? Sind zwei Rennen. Sprich, selbst wenn wir jetzt hier nicht unbedingt mal Erster werden sollten, kann man durchaus im zweiten Rennen den einen oder anderen Punkt noch rausholen. Das Problem ist natürlich jetzt, dass das Feld jetzt schon so extrem aufgesplittet ist. Und dann ist es meistens eher schwierig, die da vorne noch reinzuholen. Denn die fahren natürlich jetzt hier wie auf der Perlenschnur aufgereiht. Guckt euch das an. Da schenkt ihr, ne? Da denkt gar nicht mal einer dran zu überholen. Die machen ihr Ding einfach runter. Fuck, ey, ich drifte zu viel. Gott, ey, die ist aber auch mürrisch, diese Bude. Die driftet und dann lenkst du ganz leicht dagegen. Auf einmal, wenn du wieder Grip hast, dann zieht's dir voll den Rüssel rum. Ah, gut, da haben... Oh, hat mir da... Ey! Ey! Der ist mir gerade reingefahren. Hat der noch alle Latten am Zaun? Jetzt reiß ich am Riemen. Wer ist eigentlich da vorne? Sick. Sick Motherfucker. Ja, also, wir haben jetzt eigentlich schon gut aufgeholt. Oh Gott, ich komme nicht ran. Ich komme keinen Meter ran. Das sind doch keine 3 Sekunden. Hat er gerade gestanden, dass ich 3 Sekunden hinten bin? Das möchte ich beinahe gar nicht glauben. Ich muss hier gar nicht so viel bremsen, ne? Habt ihr das gesehen? Ich kann da eigentlich einfach ein bisschen rollen lassen. Ah, da hätte ich vielleicht dann doch ein bisschen bremsen müssen. Ich komme einfach keinen Millimeter weiter ran. Aber es ist durchaus möglich, dass der da vorne jetzt mal gleich einen Fehler macht. Das ist realistisch, wenn der sich jetzt überschlägt. Oh, seht ihr das? Ich will immer einmal ganz kurz dagegen lenden, dass ich die Kiste wieder gerade kriege. Und das gibt mir immer so einen Schlacker. Das ist der... Ja, natürlich. Wo ist denn jetzt der Schlacker? Jetzt ist der Schlacker nicht da. Die ganze Zeit ist dieser blöde Schlacker. Deswegen lenke ich jetzt mal ein bisschen weniger dagegen. Und was habe ich davon? Die Arschkarte. Arschschlacker. Meine Fresse! Ein Fehler. Du kriegst ihn nicht wieder ausgebügelt. Der Fehler bleibt im System. Er ist halt nur anders scheiße. Scheiße bleibt scheiße. So, fünfter Platz. Das ist halt so typisch. Vielleicht liegt es ja an mir.
Nee, eigentlich nicht. Kann ich an mir liegen, aber... Ich habe ja mal gesagt, du spulst zurück und der Fehler, du kannst es minimal verbessern, aber der Fehler bleibt im System. Vielleicht ist aber der Fehler nicht im System, sondern in meinem Kopf. Kann ja auch mal sein, ne? Alter, der fährt doch genauso geil wie ich da vorne. Ah, komm! Rum. Alter Latz! Ich verstehe aber auch ganz ehrlich nicht, ich ziehe hier die Handbremse und gebe dann Vollgas und ich sehe ja den Kollegen hier, was er macht. Ne? Ich sehe ja sein Händchen. Er schaltet doch nicht runter, da macht man doch eindeutig einen Kickdown. Ui, hier hat sich... Hier gab's Karambolage. Au, oh, Alter, er fährt mir wieder rein! Du altes Runzelschwein, jetzt lassen Sie das. Oh, diese Wut. Komm! Komm! Mann! Ich komm einfach nicht ran. Letzte Runde. Letzte fucking Runde! Scheiße! Alter Latz, da wollte ich zu viel. Die alte Van Vürde-Franz-Technik. Einfach mal Augen zu und rein in die gute Stube. Hat nicht funktioniert. Jetzt unsere Chance. Jetzt ist unsere Chance, Leute. Jetzt ist sie. Alter! Besser. Scheiße, Mann, ich komme nicht dran vorbei. Komm, 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 komm. Warum schaltet denn jetzt nicht? Du sollst schalten, du Pappnasen-Johnny. Das war gerade eine Drehzahl von unter 1000, Mann. Da kannst du ja glücklich sein, dass der die Bude nicht abwirkt. Ich habe gar keine Tür mehr. Was ist denn da los? Ja, ich gebe zu, das war jetzt auch keine Glanzleistung von mir. 4 Punkte, das ist nix. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Turnier ist jetzt ist ein bisschen schwer. Ja, heute kann ich leider meine Lampe nicht anmachen. Aber ich kann hier so ein bisschen mogeln. Pass mal auf. Ah, die Sonne geht auf. Ja. Denn da hängt gerade mein MP3-Player dran. Ich war gerade joggen und jetzt war der Akku alle. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, da hängst du einfach an diese kleine LED-Lampe. Die ziehst du jetzt raus und machst dafür den MP3-Player dran, dass ich morgen natürlich wieder Musik hören kann. Das ist wichtig. Und da habe ich jetzt hier meine... Ach, warum erzähle ich das überhaupt? Interessiert doch keine Socke. Okay, Leute. So, wir sind Fünfter. Ich halte fest, das ist sehr schlecht. Wir müssen minimal Dritter werden. Das ist sicher. Ne? Das ist völlig klar. Und ich denke, das schaffen wir. Guckt euch das an. Die Nacht, sie lebt. Jetzt blendet mich die Lampe hier, das ist nicht gut so. Okay. Go! Okay. Wir starten schon auf dem 6. Platz. Jetzt schon wieder nach Strich und Faden beschissen. Okay. Der Start war ja schon scheiße, ne? Können wir festhalten. Alle fahren. Nur einer schafft es nicht. Ich habe den Oberpopelwagen hier, den kleinsten von allen, mit einem Wenderadius von einem LKW. Was ist denn hier los, Mann? Was ist denn das für eine Scheißkarre? Das ist halt das Ding, ne? Immer das Rumprobieren mit den Autos. Bringt mir gar nichts. Ich hab einfach mal ein bisschen gebettelt. Setz mich zurück, mach irgendwas. Ach. Hätte ja mal klappen können. Aber eigentlich war es gar nicht so schlecht. Ich muss dann nur die Kurve kriegen. Also einmal jetzt rein. So und links. Ah. Also manchmal möchte man doch aber jetzt mal... Rage, Rage. So. Mir fällt gerade auf, ich habe den Schaden immer noch auf physikalisch korrekt gestellt. Das war gerade auch ein bisschen Glück, dass hier nichts Schlimmeres passiert, ne? Das kann ja durchaus sein, wenn ich da rein donnere, dass ich dann mein Auto gar nicht mehr benutzen kann, aber okay. Erst reinfahren, dann denken. Van Vierne Franz. Los jetzt! Gib Stoff, Mann! Also, ganz ehrlich, die Kiste nehme ich nicht nochmal. Nee, der Lancer und... Lancer. Der Lancer oder Lancer, oder wie auch man das auch immer ausspricht, ist geiler. Und auch der Subaru. Der hier nein, ich will es noch nicht... Nee, zu voreilig sage ich das noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Er steuert sich so zappelig. Man kann die Kiste irgendwie nicht so schön...
Das war gut. Ja. Ich weiß es nicht. Also manchmal kommst du so gar nicht um die Ecke und manchmal da bremst du kurz an und auf einmal stehst du schon wieder 180 Grad entgegen der Fahrbahn. Seht ihr jetzt auf einmal? Das war Glück. Und für ihn war es leider Pech. War ein gutes Überholmanöver. Direkt vor mein Schnäuzchen. Ja, also so nimmt man die Kurve einfach nicht. Da muss ich, also die Handbremse, die ist bei der Karre echt übel. Du kriegst die Karre nicht wieder aus dem Knicke. So, hier frühzeitig anbremsen, damit ich diese Kurve krieg. So, das war doch einigermaßen okay. Und da hinten, das muss ich mir irgendwie jetzt nochmal, wie mache ich denn das? So, anbremsen, außen, innen. Ja, ich kann ja mal gucken. Ja, aber die sind auch nicht viel schneller, ne? Ich glaube, um die Kurve kannst du einfach nicht schneller kommen. Da kann man Optimierungsversuche machen, aber irgendwann ist halt das Optimalste auch rausgeholt. Das meine ich halt mit der Karre. Völlig random, Alter. Ich fahre geradeaus und auf einmal bricht mir der Arsch weg. Das ist einfach so random bei dieser Karre. Es ist für mich jetzt nicht ganz logisch, warum das jetzt hier passiert. Und hier, jetzt wo die Arschbacke einmal nach rechts gedreht werden soll, da passiert's nicht. Obwohl ich voll Einlenkung Gas gebe. So, ihr merkt schon, heute bin ich ein bisschen Rage-Modus. Hab grad schön Sport gemacht und denke jetzt, ich will was in der Welt bewegen. Ich will jetzt gewinnen. Und wenn man dann nicht gleich gewinnt, dann ist halt das Spiel schuld. Oder der Controller. Oder ihr. Aber ich nicht. So. Aber bis jetzt läuft's ja eigentlich ganz gut, ne? Vorletzte Runde, kann ja gar nicht mehr so viel passieren. Sagte er und baute einen Totalcrash. So, die Kurve. Da müssen wir irgendwie noch was optimieren. Leicht die Handbremse anziehen. Okay, das war ja, das war, guck mal, fest, das war die schlechteste Kurvenlage überhaupt. Stehen bleiben, quer und muss dann wieder eine Anfahrübung machen mit einem geschlagenen Lenkrad. Nee. Die habe ich so langsam raus. Okay, ich probiere es nochmal. Rechts anbremsen, rumrollen, Scheitelpunkt langsam Gas geben. Also sozusagen so, passt auf. So, rumrollen, Scheitelpunkt langsam und Vollgas. Nee. Nope. Das war, da war die Handbremsentechnik irgendwie mindestens genauso gut. Okay, aber es hat gereicht. Mit unserer rabiaten, unserer richtig schönen rabiaten Reinrammeltechnik hat's gereicht. Lad das Video auf YouTube. Das rockt. Das mache ich auf jeden Fall. Und das Gute ist, ich sehe schon Grey-Dingens-Bummens und Roland Holzer hinten. Und das ist gut, denn die waren eben schon vor mir. Das könnte nämlich sein, dass es von den Punkten her für den fucking ersten Platz reicht. Ich weiß, es gibt drei erste Plätze, aber das ist mir völlig egal. Denn mein Name stand ganz oben. Die V0-Rakete. Yes! Was für ein Rennen. Sehr, sehr geil. Das gibt richtig schön viel Punkte. Glaube ich. Oder? Eigentlich nicht. Ungenützt zurückblenden sind nämlich nicht so viel. Ich habe nämlich viel zurückgespult. Da musste ich aber auch machen. Okay. War ein schönes Einstiegsturnier. Aber es geht natürlich geradewegs weiter. Du machst so viel Eindruck, dass du zu einem weiteren Event eingeladen wurdest. Wäre gute PR. Speedrun. Was ist denn Speedrun? Keine Ahnung. Und was ist das hier? Monaco Jumk. Keine Ahnung. Was ist das? Kennen wir das schon? So, den Ford Fiesta. Nein. Auf jeden Fall nicht. Wir nehmen wieder hier den hier. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen ein Auto nehmen, mit dem ich auch ein bisschen zurechtkomme. Und das ist nun mal der Subaru Impreza. Der ist einfach geil. An den habe ich mich so gewöhnt. Ich meine, ich habe ja erst vor so einem Monat oder so Dirt 2 abgeschlossen. Und weil ich es so geil fand, habe ich gedacht, komm her, jetzt machst du erstmal was anderes. Erstmal Motorstorm gespielt, Motorstorm Pacific Rift und dann gleich noch Motorstorm Apokalypse hinterher. Das musste einfach, musste in einem Ritt durchgezockt werden. Und dann, ich hatte es die ganze Zeit im Hinterkopf, ne? Dirt 3. Dirt 3 wartet. Und da ist einfach noch hängen geblieben. Ach so, das ist hier mit dem Stuntzeug. Dass ich der Impreza ist einfach so geil. Okay.
Warte mal, so machen wir das. So, was müssen wir zuerst machen? Ach so, hier darf ich selbst wählen. Ist ja easy peasy, würde ich mal sagen. Oh, das ist zu weit weg. Warte noch nicht. Oh, der zählt nicht. Ulla, Quatziputz. Nehmen wir auch noch mit. Den Jump können wir auch noch mitnehmen. Die geben relativ viel Punkte hier, die Dinger. Oh, das macht so ein Fetz, ey. Ich will es probieren, ich probier's. Alter, wie ich es einfach auf Anhieb hinkriege. Und ich es sonst nie... Oh, das ist ein Jump. Wer war denn? Das war doch keine Socke hier. Ah, ja. Bisschen zu beherzt reingegangen in die gute Stube. Das gibt nochmal einen Drift. Nee. Komm her, die geben so viele Punkte. Die brauche ich unbedingt. Kriege ich nicht. Okay, hier machen wir noch den schönen Donut. Sag mal, weichen die Dinge aus? Nehmen wir doch mal das Ding hier. Den muss ich ein bisschen üben. Der ist überhaupt nicht schwer. Der ist echt überhaupt nicht schwer. So, hier haben wir noch einen Jump, hä? Einen Jump haben wir noch gar nicht gemacht. 3, 2, 1. What? Warum hat der Jump nicht gezählt? Der war doch hammergeil. Der war doch hammermäßig geil. Alter Latz, was hat denn der erste? 300.000. Hat der noch alle Latten am Zaun? Wie hat denn das gemacht? Und das Schlimme ist, wahrscheinlich wird seinem Auto nicht ganz so scheiße aussehen wie meins. Oh, ich bin wirklich sehr dunkel. Ah. Warte mal, ich kann ja was so machen. Ah, besser, oder? Naja, in dem Part müsste er jetzt mal mit meinem düsteren Gesicht auskommen. So. Aber wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance, uns zu beweisen. Also die große Stärke von diesem Rennspiel ist tatsächlich die Abwechslung, ne? Du hast die Rennen, du hast die Rallye. Ich meine, prinzipiell sind alles Rennen, ne? Du hast die Head-to-Head-Dinger. Und natürlich ganz viel von diesen wunderschönen... Wie heißt das eigentlich? Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Showdown? Nee, so heißt das nicht. Der Katzi, der Kutzi. Ich weiß es nicht mehr. Okay. 420, da steht's ja. Okay, das wird so nix. Da hatte ich einen scheiß Winkel. Ah, ich muss halt den Zähler oben halten, ne? Wo geht's denn hier lang? Come on. Come on. Alter, ich muss den Zähler oben halten. Komm, Zähler! Er zählt nicht! Alter, ich fühle es. Fühlt ihr es auch? Geht's nochmal zurück. Das war eine Nullnummer, ey. Das war eine Nullnummer. Aber hier hinten ist noch so viel Zeug. Oh, shit, zu weit. Zu weit, zu viel, zu schlecht. Zähne. Oh, manchmal driftet die Karre nicht so, wie sie soll. Gott, das war eigentlich ganz geil. Ja, aber wir knabbern uns langsam hoch, ne? Die 300.000 wären locker drinne gewesen. Also ich denke, wenn man da so ein bisschen im Kopf sich schon so eine Strecke ausmalt, die man dann einfach so runterbrettert und einen Trick wirklich ohne zu überlegen aneinander hängt, dann ist das richtig geil. Da kann man eine richtig hohe Punktzahl erreichen. Aber okay, dritter Platz. Die Stuntrennen sind wirklich... somit das Schwerste, ne? Muss man echt sagen. Ja, es gibt nur 600 läppische Punkte. Das ist ja nix. Das ist ja gar nix. Okay. Was sagen wir dazu?
Machen wir noch eins? Wir gucken mal, was als nächstes noch kommt, oder? So. War schon ganz geil. War schon ganz geil. Zack. Dritter Platz. Und wir schalten damit das große Finale frei. Das ist natürlich das Allergeilste. Sehr schön. Große Namen. Große TV-Übertragung. Alles ist Herz. Was willst du mehr? Weiß ich nicht. Sag du es mir. So, Norwegen Rallye. Ne, das sind drei Etappen. Das dauert mir jetzt zu lange, denn ich muss jetzt los. Sag aber schon mal, vielen Dank fürs Zusehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch wieder zusammen Dirte 3 zu spielen. Abonniert den Kanal und bleibt dran. Euer Van Förde Franz. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Warte, ich muss die Taste finden.